ich bin Matthias Löbert, bin 25 Jahre alt und habe 2 Jahre lang Tiefbaufacharbeiter bei der Firma Tiefenwasserbau Blobitz gelernt. Besonders Spaß gemacht hat mir in der Ausbildung, dass dieser Beruf sehr vielseitig ist. Man muss körperlich fit sein, aber auch mit dem Köpfchen nachdenken können, um schnell und effektiv ans Ziel zu kommen. Übliche Tätigkeiten sind zum einen der Rohrvertrieb, die offene Rohrverlegung und der Hausanschlussbau. Als Tätigkeit habe ich am liebsten die offene Rohrverlegung durchgeführt. Unter offener Rohrverlegung kann man sich Folgendes vorstellen. Mit Hilfe eines Baggers wird ein Rohrgraben ausgehoben. Anschließend werden die Rohre nach und nach verlegt. Danach erfolgt der Bodenaustausch, um eine ausreichende Verdichtung zu gewährleisten und somit Schlaglöcher zu vermeiden. Ich heiße Frank Jurisch, bin der Geschäftsführer der Tiefenwasserbau GmbH in Woblitz, ein Unternehmen mit ca. 180 Beschäftigten. Matthias hat uns von Beginn an sehr viel Freude im Unternehmen bereitet, weil sein fester Wille, diese Ausbildung erfolgreich zu beenden, erkennbar war. Mein schönster Moment in der Ausbildung war, als ich das Prüfungsergebnis erfuhr, als der Brief von der IHK im Briefkasten lag und sie mir für die erfolgreiche Leistung gratuliert haben. Die größten Stärken von Matthias waren seine sehr guten praktischen Ergebnisse auf der Baustelle, sein sehr korrektes Auftreten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern und Auftraggebern, seine sehr gute Teamfähigkeit im Unternehmen. Ich habe jetzt ein Studium angefangen zum staatlich geprüften Bautechniker. Die Ausbildung dauert ebenfalls noch mal 2 Jahre. Matthias, ich wünsche dir persönliches Wohlergehen, recht viel Gesundheit. Ich wünsche dir die Kraft, die jetzt begonnene Ausbildung genauso erfolgreich abzuschließen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nach deiner Ausbildung den Weg ins Unternehmen zurückfinden könntest.